So, Freunde, wollen wir mal sehen, was uns heute die Katze vor die Tür gelegt hat, wa? Es geht wieder um eine günstige Point-and-Shoot. Ne? Wir haben ja die große Frage mal angestoßen. Braucht man wirklich eine 700, 800 Euro Contax T2 oder eine Leica Minilux oder eine Yashica T4 für, keine Ahnung, wo sind die jetzt gerade, 1 Milliarde Euro? Also gefühlt steigt ja alles im Preis. Also kommen wir mit irgendwas zurecht. Ne, irgendwas Günstigem vom Flohmarkt. Irgendwas, was dem Hype noch nicht verfallen ist. Können wir damit vielleicht auch das Bild machen? Und heute gucken wir uns mal dieses Ding an. Ihr lest schon Yashica. Also, wenn ihr es denn lesen könnt, Yashica. Es gibt ja einige. Es gibt die T3, die ist mittlerweile auch relativ beliebt. Die hatte ich mal vor langer, langer Zeit. Habe ich geliebt, das Ding, und das Ding ist auch wirklich unkaputtbar und das heißt unkaputtbar, die Elektronik kann schon leiden, aber man muss sich mit dem Ding nicht so vorsehen. Ist eine okay Kamera, ne? Aber da würde ich keine 200, 240 Euro für ausgeben, wie ich es schon gesehen habe. Also gibt so einige Händler, also Shops und Läden, wo man so reingehen kann, bieten das Ding tatsächlich für 240 Euro an und dann macht man sich mal einen Spaß und fragt halt, würdet ihr auch eine ankaufen, was kriege ich denn dafür? Ein Freund von mir hatte noch eine rumliegen, die er nicht benutzt hat und er hat sie damals für 60 Euro gekauft. 70 wollten sie ihm für geben, ne? Hätte er ja schon mal 10 Euro Gewinn gemacht, aber 240 ist dann halt doch schon mal immens. Klar, der Laden muss auch noch Geld verdienen, aber das sind halt Hype-Preise. Halbpreise wären schön, wenn die halbiert wären. Wir wollen keine 240 Euro für eine T3 bezahlen, wollen auch keine 140 Euro dafür bezahlen, wollen gucken, wie günstig kommen wir weg. Und für das Ding hier habe ich 30 Euro bezahlt, was auch eigentlich schon wieder ein bisschen zu viel ist. Ne? Aber ich wollte es ja haben, um es euch zeigen zu können. Immerhin gibt es hier so eine schöne Tasche mit dazu, die werfen wir einfach weg. Und gucken wir uns an, was wir da haben. Wir haben eine Yashica J2 oder J2 oder Ninja Star 2. Steht hier leider nicht drauf. Das Ding lief auch unter Ninja Star 2 damals in den 80ern. Letztendlich ist das so ein bisschen der Vorgänger, der günstigere Vorgänger der T3. Also Yashica T3, solcher mitunter vielleicht ein Begriff. Das ist so das, was man kauft, wenn man 240 Euro in irgendeinem Laden ausgeben will. Oder wenn man sich halt einfach keine T4 leisten kann, möchte, das Geld nicht hat. Könnte aber auch gleich hier einsteigen. Ne? Also zur T3 sehe ich nicht so großen Unterschied. Da ist die Linse des Vorgängermodells drin, also kein 35mm Objektiv mit 2,8er Blende, sondern ein 32mm Objektiv mit 3,5er Blende. Also, na ja gut, eine Blende, na, irgendwie so, da verlierst du irgendwie so ein bisschen. Und dafür kriegst du ein bisschen mehr Weitwinkel. Und das ist tatsächlich bei dem Ding ganz spannend, muss ich sagen. Das ist eine ganz eigene Brennweite. Ne? Das sind nicht 35 mm, das sind auch nicht 28, das ist irgendwas dazwischen und das merkt man. Man sieht es so ganz leicht. Also wer so ein bisschen mehr in die Weitwinkelrichtung geht, dem 35 manchmal ein bisschen zu knapp sind, für den ist das Objektiv echt in Ordnung. Das bildet auch ordentlich ab. Ne? Also lasst euch da vom Preis und von der Unbekanntheit oder von dem großen Namen Ninja Star 2. Klingt wie ein sehr, sehr schlechter Film. Nicht abschrecken. Ne? Das ist wirklich, wirklich was Vernünftiges. Ne? Wir wollen ja gucken, womit können wir vernünftige Bilder machen. Die Kamera selber, ne, hier gibt es so ein Schiebedings. Damit schaltet man sie ein oder öffnet halt da die Objektivklappe. Die ist sehr rudimentär. Es gibt wirklich nichts einzustellen. Man kann ein Foto machen, da sind jetzt gerade keine Batterien drin. Batterien ist auch noch ein schönes Thema, kommen wir gleich zu. Man kann hier oben Selbstauslöser einstellen und das war's. Es gibt hier unten noch Hebel zum, also hier unten so ein Hebel zum Zurückspulen. Dann kann man da irgendwie so hin und her dingsen. Dann spult die halt zurück.
Und mehr gibt es halt bei dem Ding nicht. Man hat hier hinten noch einen Indikator, der zeigt, wenn der Blitz geladen ist, und einen, der zeigt, dass der Film weiterspurt. Okay. Aber man kann zum Beispiel nicht den Blitz ein- und ausschalten. Da muss man sich eines Tricks bemühen. Belichtungsmessung passiert hier drüber. Neben dem Objektiv ist so ein kleiner Belichtungsmesser. Wenn man den zuhält, dann geht der Blitz an. Also wenn die denkt, es ist einfach zu dunkel, dann haut die halt Blitz bei Tageslicht drauf. Kann man machen, funktioniert. Kommen Bilder bei raus. Also ist nutzbar. Wer das mehr kontrollieren möchte, ist natürlich hier völlig falsch. Das ist wirklich nur Hirn aus und draufkloppen. Aber das wollen wir ja. Wir wollen ja das Hirn ausschalten und einfach bloß dumm mit der Kamera irgendwo draufkloppen und am Ende schönes Bild auf viel zu teurem Sinus 800T. Wenn wir uns drauf zimmern, ne? Oder weiß nicht, Kodak Gold, wenn ihr einen noch bei DM bekommen habt. So, genug des Sarkasmus. Wir wollen ja über die Kamera reden, ne? Nicht hier dumme Witze machen. Hier kommen tatsächlich handelsübliche Batterien rein. Also das ist hier Doppel-A 1,5 Volt. Also das, was du in der Schublade zu Hause rumliegen hast, das kommt da rein. Ne? Oder wenn die durch sind irgendwie, dann gehst du halt in den nächsten Supermarkt oder so und holst dir halt einfach welche. Oder an der Tankstelle gibt es die auch. Hervorragend. Keine ominösen Größen oder so. Ne, hier Filmladeklappe sieht man ganz, ganz toll. Legst einen Film ein und der spurt die halt zurecht. Das Coole an der ganzen Nummer ist, wenn man dann sagt, über dieses Ding hier unten, spur zurück. Das Ding zieht den Film nicht komplett ein. Ist das nicht toll? Da bleibt die Lasche draußen. Du brauchst keinen Filmrückholer oder Filmauszieher da. Oder musst die Patrone öffnen, um den Film dann auf deine Spule zu bringen, um die Dinger zu entwickeln. Das ist ganz cool. Einen Tipp habe ich da bloß für euch. Markiert euch die Patrone, dass die belichtet ist, damit ihr das wisst. Nicht, dass sie da irgendwie durcheinander gerät. Man sieht es eigentlich, weil die Lasche ein bisschen weiter eingezogen ist als bei frischen Filmen, also unbelichteten Film, aber im Eifer des Gefechts achtet man da vielleicht nicht drauf und legt einen belichteten Film mit ein. Also entweder trennt ihr das ganz strikt oder ihr markiert es euch besser. Irgendwie. Ja, macht da irgendwie mit dem Schlüssel einen Kratzer drauf oder so. Kriegt ihr irgendwie gebacken, nehme ich an. So, was kann man noch zu dem Ding sagen? Das Objektiv ist, können wir uns ja mal ein paar Bilder angucken, die ich damit gemacht habe. Das Objektiv ist relativ scharf. Autofokus funktioniert. Spiegel-Selfies sind wie immer ein Thema. Also, ob da der Fokus klappt, müsst ihr mal gucken. Falls das für euch wichtig ist, wenn ihr euch die ganze Zeit nur im Spiegel fotografiert, dann ja, ist das vielleicht. Ich muss aber sagen, dass das Objektiv ziemlich in Ordnung ist. Es bildet relativ scharf ab. Die Brennweite finde ich sehr spannend. Mir gefällt die fast ein bisschen besser als 35 mm. Es hat ein bisschen mehr Dynamik da drin. Und die 3,5er Blende, ich meine, bei einer T4 kriegst du auch so 3,5er Blende. Das ist eigentlich völlig okay für so Alltagsfotografiererei. Da kann ich mir nichts, da wünsche ich mir nichts. Schön wäre es, wenn man sowas wie ISO einstellen könnte. Ne? Welche Belichtungssensitivität möchte ich denn meinem Film zumuten? Also wie soll denn die Belichtungsmessung funktionieren? Ne, Blende überbelichten oder sowas, das geht dann halt bloß wieder über den DX-Code, dass man den manipuliert. Aber hey, ne, 30 Euro. Ne? So, wie immer darf das Ding bei mir nicht bleiben, weil ich habe einfach zu viele Kameras. Der Schrank ist voll, ich finde mich nicht mehr zurecht, das muss weg. Ich habe genug und bessere Kameras und ihr freut euch wahrscheinlich über so eine Kamera, während es bei mir halt rumsteht. Deswegen könnt ihr die jetzt gewinnen. Wir haben das Spiel ja schon neulich mal durchgespielt. Kommentiert bitte wieder hier unter dem Video, abonniert den Kanal und liked das Video.
ne, um dem Algorithmus schön in den Arsch zu treten, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Das könnt ihr auch generell bei den anderen Videos gerne machen, da bin ich euch sehr dankbar für und freue mich darüber. Aber wenn ihr die Kamera gewinnen wollt, dann ist hier der richtige Platz dafür. So, ja, ausgelost wird dann einfach Montagabend, 20 Uhr. So, bis Montag, 20 Uhr, auf geht's.